Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Diablo 4 mit mir, dir, ihr und unserem Getier. Hallo. Hi. Hi. Da wollen wir rein da, wa? Ja, nächster Dungeon. Ich bin gespannt. Ich auch. Gute. Guten. Ja. Das klang eben auch sehr erotisch. Wie immer. Ja. Ja. Oh nein, hi. Ach, guck mal, die Choleriker sind wieder da. Fahrender Ritter, ich habe gerade flatternder Ritter gelesen. Flatternder Ritter. So wie bei WoW, dieser eine Knochendrache im Schlund unten, wo Schmausender irgendwas du hast Schmausender und ich habe Schmusender gelesen, ja. Oh, süß. Und ich dachte mir so, hä? Warum nennen die da unten so ein Viech Schmusender? Und dann habe ich richtig gelesen, also, oh Gott, ernsthaft. Manchmal ist man dumm. Man kann es nicht anders sagen. Yep. Manchmal ist man einfach dumm. Oder so wie bei uns in der Berufsschule damals, als ich noch in der sogenannten Arbeitslosenklasse war, H10 genannt. Und, wow, nicht H4, sondern H10. Ja, H10, also H und einfach 10. Ja, ich weiß. Ne, einfach so. Und, und da hing ein Plakat groß im Flur da, im Hauptflur von der Schule, wo drauf stand Modenschau. Und jetzt darfst du mal raten, wie gut das M geschrieben war, dass ich Modenschau gelesen habe. Oh. Und ja, ich dachte mir schon so, was ist denn eine Hodenschau? So, das ist doch nicht euer Ernst. Was ist denn eine Hodenschau? Ist denn, ja gut, ich denke nicht, dass man fragen muss, was eine Hodenschau sein sollte, wenn es das denn gibt. Aber das in einer Berufsschule ist ein bisschen strange. Seid gesegnet. Und ich dachte mir halt nur, was für eine Krüppelschrift muss man bitte haben, dass man aus einem M ein H hinkriegt. Naja, es ist wie bei mir damals in der Ausbildung. In der Hauswirtschaftsausbildung. Ja. Wo es mal irgendwas zu Frikadellen aus Rinderhack. Und meine gute Kollegin hat das H so blöde geschrieben, dass das aussah wie ein K. Rinderkack. Nee, das erste H. Kinderhack? Ja. Oh, lol. Ach, ich hab so gelacht. Oh, die gibt's Kinderhack, alles klar. Auch nicht schlecht. Adrenochrom, Alter. Ja, ja. Hier geht's noch weiter, Kindelein. Oh ja, bei mir auch. Ja, aber hier gibt's noch einen ja. Gefangenen. Bin auf dem Weg. Der gute Kinderhack. Ja. Naja, ist halt. Und meine. Ist halt ja. Was Ähnliches wie Kalbfleisch, ne? Oder Lamm. Gesegnet. Ist halt was Ähnliches, nur menschlicher. Und eine andere Kollegin, die kam mal mit einem Speiseplan zu mir. Völlig verzweifelt. Ich sag mal, kannst du mir mal helfen? Ich so, hä, was willst du denn? Ja, sag mal, was sind denn Mittenden? Mittenden? Ich so, hä? Geil. Was willst du mit Mittenden? Ja, was weiß ich denn, was Mittenden sind, Alter? Ja, ich weiß das auch nicht. Das steht halt auf dem Speiseplan. Ist ja, die schreiben doch da nicht sowas drauf, wenn es das nicht gibt. Lass mich mal gucken. Ich gucke auf den Speiseplan. Ja, da gab es halt Grünkohl mit Mettenden, ne? Die Mettenden, ja. Mettenden. Mettenden, ja. Schön. Ich nenne die Dinger noch heute Mittenden. Mittenden, ja. Breathering, ne? Ja. Ich werde sie nie wieder Mettenden nennen, sondern immer Mittenden. Ja, genauso wie ich die Makrelen auch nicht mehr normal lesen kann und nicht Makrele. Mehr normal aussprechen kann. Makrele! Da gibt's ein paar Makrelen auf meinem Kuder, du. Ja. Hallo. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Robuste Haube. Ein Choleriker. Oh, ein Fertigkeitenpunkt. Oh, danke schön. Oh, das ist aber nett.
Ja, ich hab's aber noch die Hälfte vor mir. War Herr Havisa? Ach so, das meinst du? Ich dachte gerade schon, hey, wie, du hast schon wieder ein Level voll. Ich hab gerade die Map geöffnet. Und da habe ich einfordern. Dankeschön für den Hinweis. Habe ich gerne gemacht. Gerne gemacht. Wenn ihr euch 15 Meter bewegt, ich hab versucht, euer nächster Angriff. Okay. Wow. Ich freue mich drauf, wenn wir alle mal dieses Party Animals zocken. Oh, ich auch. Ich glaube, ich kaufe mir das auch bald. Ich will das unbedingt spielen. Da freue ich mich drauf. Sollen sie sich das jetzt heute alle kaufen, dann streamen wir das heute Abend alle zusammen. Oh, das wäre eine Idee. Dann wäre gleich mal vorschlagen. Aber ich glaube Chrissy nicht. Ich glaube, da fehlt das Geld. Fragen kostet nichts. Chrissy! Nico! Bei mir muss ich dann nächste Woche, wenn die nächste Kohle kommt, weil mit der dieswöchigen Kohle habe ich meinen Fisch eingekauft. Vorgestern. Mit der nächsten Kohle muss ich die halt mal aufs Konto stellen oder so. Ist das schön, wenn man jede Woche 30 Euro zusätzlich kriegt, ey. Ja, das glaube ich dir. Ist das schön. Ich kann ja gleich zwischen den Folgen einmal fragen, ob die Bock haben. Das wäre auch eine Idee. Wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Bock zu. Ja, ich auch. Oh, das ist der Kriegsmeister. Alter, Kriegsmeister. Oh, der hat 4 Spezialfähigkeiten, Olle. Oh, der steckt da gut ein, ne? Ich will nicht gefangen werden, geh weg. Autsch! Oh, da kommt noch mehr Gefiech. Oder Gemensch. Ufo, geh weg! Jetzt nicht! Nein, nein, na! Ich hätte nie gedacht, dass ich mich je mit diesem Gesindel abgeben. Oh, ein Schalüsel und Handschuh. Legendär. Vielleicht kann ich aus diesen Banditen noch eine halbwegs schlagkräftige Einheit machen. Oh, hat du mir die weggesammelt? Zumindest schlagkräftig genug, um mir die Flucht zu ermöglichen, wenn die Kirche uns findet. Was denn? Die Notiz. Keine Ahnung, vielleicht hat die nur eine Drop-Chance. Na toll. Ich weiß es nicht. I don't know. Weil eigentlich kann man sich gar nichts wegsammeln. Aber im Zweier. Im Zweier? Im Diablo 2. Dann werde ich das nicht spielen. Tschüss. Ich glaube mittlerweile, soweit ich weiß, kann man das aber umstellen, dass jeder sein eigenes hat. In dem Remake zumindest. Das alte würdest du, glaube ich, auch gar nicht spielen wollen. Weil das nämlich von 1900 Anno dazumal ist und das Gepixel möchtest du dir nicht geben. Kommst du? Ja, ich bin unterwegs. Aber das Gute ist, auch wenn man sich gegenseitig irgendwie Geld und Rüstungen in Anführungsstrichen wegklauen kann, man kann sich's ja auch gegenseitig geben. Du hast den Schlüssel. Man kann sich das ja auch gegenseitig geben, so ist das ja auch, ne? Haben meine Schwester und ich ja auch mal gemacht, wenn sie haben, oh, guck mal, das wäre vielleicht was für dich oder ja, so. Ja, aber die Notiz kannst du mir nicht geben. Nee, das leider nicht. Warum waren wir noch gleich hier drin? Der Rat der Diebe. Durchsucht das Werk nach Johannas Rüstung. Ach ja, genau, wir haben die Rüstung gesucht. Ja. Ach, da ist er auch, die Rüstung. Mhm. Da ist wieder der fahrende Ritter. Der flatternde Ritter. Mhm. Also, ist das die Rüstung? Ja, die Rüstung meiner Herren. Sie liegt da wie gewöhnliches Raubgut. Diese Narren und Diebe haben keine Ahnung, was sie da haben. Dann nimm sie und geh. Heute gebe ich Tomiris auf. Mit dieser Rüstung trage ich von nun an auch den Namen... Oh, sie wird eine neue Kreuzritterin. Alter. Ach, die war der Knappe. Die war ihr Knappe. Johanna war der Kreuzritter und sie war ihr Knappe. Ja. Weil von Diablo 3... kriegt man auch Bücher, wo halt so ein bisschen das Kreuzritter-Dasein erzählt wird. Und da heißt zum Beispiel auch, wenn der Kreuzritter stirbt und dann übernimmt der Knappe den Namen, Rüstung und den Titel Kreuzritter. Ah. Willkommen, Johanna. Ich hatte Angst, wir würden sie nicht finden. Doch das Licht scheint wohl auch hier. Ich werde eure Hilfe niemals vergessen. Bitte. Bevor ich nach Zavinzet zurückkehren kann, muss ich die letzten Riten für meine gefallenen Kreuzritterkameraden vollziehen.
Zumindest das verdienen sie. Ich hoffe, euch wiederzusehen, wenn ihr das nächste Mal in Sabin Z seid. Sichere Reise, werte Freundin. Gleichfalls. Ich finde das cool, Freund, dass die das alles mit einbauen. Mhm. Da hat man immer Rüstung. Wieder so diverse Flashbacks. Die ist schlechter, aber... Ja, bei mir ist besser. Cool aus. Ja, dann können wir uns jetzt hier rausporten, nachdem wir hier am Ende waren. Oh, komm rein! Oh je. Nein! Ich kann mich reinporten, alles gut. Oh. Au! Ich krieg direkt... Hallo, lauf weg! Oh Gott! Oh Gott, ich muss erst mal in Sicherheit. Ich bin noch nicht bereit. Lauf da an die Tinkin. Okay, das war definitiv kein Boss. Nee, das war nicht geplant. Warte mal kurz. Ich wollte nach der Rüstung gucken. Ich habe nämlich so unfassbar viel Rüstung, ob irgendwas davon was taugt. Naja, offensichtlich nicht. Schade. Das war jetzt dumm. Und doch das hier. Das nehme ich mit. So. Mein Viehchess geht's auch noch gut. Alter, wie groß ist dieses Kackding? Ich habe das Gefühl, die werden immer von Level zu Level immer größer. Nee, das jetzt nicht, aber... Au! Drecksack. Geh weg von mir! Eine Pfahlzunge. Ich habe mir die Zunge rausgerissen. Schattunge. Einscherwert. Gold. Oh, ich komm mal lieber mit dir. Ich bin noch nicht bereit. Ein Schatul. Wir kamen her, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun. Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Wir schaffen das nicht allein. Sie sind hier! Macht euch bereit! Wir kommen nur hier raus, wenn wir kämpfen. Wenn wir kämpfen? Wenn wer kämpft? Du oder ich? Die kommen nur raus, wenn wir kämpfen. Ihr tut doch gar nichts. Ihr sitzt nur da und abschießt. Naja, der Wille ist da. Ich brauche mehr Zeit. Sie versuchen's. Sie waren stets bemüht. Ja. Oh Gott. Nein, nicht am Hof stehen. Die Engel schaffen. Ich brauche mehr Zeit. Ja, meine Blutwelle hat ihn umgehaut. Du betäubst mich, du Sack. Das kann ich aber auch. Nehmt dies, mein Freund. Es ist nicht viel. Doch ich hoffe, es hilft. Hier. Etwas für eure Mühen. Danke. Die ziehen sich alle raus. Die Taschen sind voll. Scheiße. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Na toll, jetzt kommt auch noch eine Kiste. Gewaltiger Beinschutz. Oh, ich bin auch voll. Sinn. Toll. Nur Scheißdreck. Nur Scheißdreck. Mal gucken. Pelzbesetzte Haube alle. Ich kann nicht mehr tragen. Was haben wir hier?
Sinistres Geburtsrecht. What? Ach so, das ist das, was ich abgelegt habe. Ein Skalpell? Das ist aber ein großes. Das ist aber ein großes. Eine Zweihandsense, ein Skalpell, Alter. Mhm. Das. Ja, der ist ein bisschen besser. Oh, zwei Ränge für Sperrfeuer. Guck mal, ich habe was für einen Jäger. Oh. Warte mal. Oh. Warte, ich komme. Ich gehe mal hier hin. Guck mal hier, vielleicht ist das was. Schmiedestern. Siehst du es? Ich glaube, das habe ich gerade rausgeschmissen. Oh, okay. Kann sein. Warte. Das lag halt auf dem Boden. Ja, ist schlechter als meins. Okay, ich gehe einmal zurück. Oh, guck mal, wenn ich auf T drücke, werde ich automatisch nach Zabinzett geportet. Ja. Brauchen wir nicht immer anwählen. Nice. Wir waren auch noch gar nicht ganz durch. Ich glaube, da war noch ein unentdecktes Stückchen von dieser Höhle. Ich glaube auch, ja. Dann noch einmal zurück. Einmal kurz alles loswerden tun hier. Loswerden tun! Ich sehe da nur so einen Pferdearsch reinrennen. Da haben wir es. Also meinen Pferdearsch hast du nicht gesehen. Doch, deinen Pferdearsch habe ich gesehen. Ich bin ja nicht geritten. Welcher Pferdearsch denn? Okay, dann war es dein Arsch. Das sah aus, als wäre es ein Pferdearsch. Entschuldigung. Ruiniert nicht die ganze Arbeit. Das sah so aus, als hätte ich so eine Rüstung, wo über dem Pferdearsch hingesehen. Ich bin so weit wieder. Ich nicht. Teleportieren nach Akira. Geil. Akira, nicht Akira. Danke. Akira bist du, Akira ist der Ort. Du hast gerade zweimal das gleiche gesagt. Hä? Nein, hab ich nicht. Schön leiser. Ew. Ich warte hier auf dich. Viel Spaß. Bitte was? Hä? Also... Also so hat das noch keiner ausgesprochen. Was? Eine Bereicherung für mein Inventar. Inventar? Der Händler! Was? Ja! Das muss ich selber hören. Ja, dann komm zurück. Inventar? Eine Bereicherung für mein Inventar. Und ich... Am Ende sprechen wir das eigentlich die ganze Zeit falsch aus, weißt du? Inventar. Eine Bereicherung für mein Inventar. Ich hoffe, er sagt das bei dir auch. Hier, der bei mir jetzt hier. Na, da, hier drin. Was ist der da? Halt, der hier. Martev? Hier, ja. Was muss ich tun, dass er das sagt? Ich hab den einfach nur angesprochen und hab nur verkaufen wollen. Bei mir sagt er gar nichts. Na, dann hatte ich wohl nur Glück. Ich denke, das kann ich euch abnehmen. Wir sind unentschlossen, was? Dafür zahle ich euch einen angemessenen Preis. Sag es! Eine Bereicherung für mein Inventar. Und ich so, Eine Bereicherung für mein Inventar. Für mein Inventar. Hat er es gesagt? Ja! Als ich verkauft habe. Dumm, oder? Geil. Eine Bereicherung für meinen Inventar. Ja. So.
Erstmal Neta oder erstmal. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Dungeon fertig. Da fehlen ja noch Gänge, ja was du hattest. Da war ja was, ich vergaß. Die Hülle ist dieser Türs. Ja. 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 Oh, bin ich hier noch Winter. Mehr? Ja, das na, war Mensch. Auch noch was von mir, dankeschön. Ach so, ja, du hast halt rausgeschmissen, da kann ich doch nichts für. Warte, da. Egal. Nein, egal. Da. Das war ja nicht alles von Nimm. Mir, nein. Nein! Nimm! Und halt die Maul! Halt die Maul! Du alter Gaul! Tschüss. Aua, bin am Schrank hier geblieben. Tschüss. Wir brauchen mehr Zeit. Au. Die doofen Schreckensrillen. Das tut weh. Schon wieder so eine fahle Zunge. Der hat ein bisschen Mann. Zu oft an Bleichmittel geleckt. Ja, ich glaube auch. Hier sind eine Menge Viecher. Was macht die zuerst? Ruhe auf. Looten! Das ist normal. Ich bin noch nicht bereit. Ein Ring! Ein Bastardschwert! Oh, pardon. Ehrlich jetzt? Was nicht jetzt? Ehrlich jetzt? Das hat man gehört. Was? Man hat dein Rübs gehört und dein Pardon hinten dran auch. Nicht immer nur ich. Da, 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 da. Ja, nur hatte ich den Mund zu. Hab ja trotzdem gehört. Ja, bei dir kommt das halt immer so. Ja, ich rülps halt richtig, weil ich halt nicht dran denke, dass ich vielleicht nicht rülpsen sollte. Oh, pardon. Oh, Alter, sind die gerade weggefliegt. Mhm. Oh, das ist ja immer noch so groß. Ach, da. Da ist, glaube ich, die Anbindung. Die Connection steht. Ja. Ah. Britzel, 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 britzel. La da da da. La ta ta ti, la ta ta ta. La ta ti ta 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 ta. Na, schlechter? Huch. Drei. Jo. Der Rat der Diebe. Nee, Rat der Ritter, nicht Diebe. So rum. Ich dachte Zeit. Mir schon, dass das mehrere sind. Stell dich genau vorne dran. Du machst das richtig cool. Au. Schmerzen. Ich brauche mehr Zeit. Och, Jungens. Lass mich doch mal in Ruhe. Alter, bei mir wird es ja ständig irgendwie dunkel. Was ist denn das? Noch nicht bereit. Doch, jetzt der große Inquisitor war noch nicht tot. Hä? Ihr habt Erdwüters Aspekt freigeschaltet. Toll, wenn nicht. Freigeschaltet? Gibt's kein Dingens? Kein Kiste? Olle. Gemeinheit. Raus hier bin ich, du! Aber schnell! Dungion verlassen tun! Ja. Stell mal vor, die würden dann so schreiben. Dungion verlassen tun! Möchten Sie den Dungion verlassen tun? Ja, nein, vielleicht. Bitte kreuzen Sie an. Sie kichert sich in den Ast. Da ist eine Quisch. Ich setz mal morgen. Was, da ist eine Quest? Ja, komm mit. Ich komm. Ja, komm, ich komm. Ja, komm, ich komm. Oh, es ruckelt. Wow.
Mein Gaul rutscht gerade über den Boden. Vollbremsung. Ich kann die nicht angreifen. Oh! Jonka! Stopp! Die kannst du nicht! Aua! Top hier! Geht's euch gut, Jonka? Ich war auf dem Weg zum Bauernhof. Guck mal, die Viecher warten. Ich hielt es für keine große Sache, aber nun ja. Seht euch mein Pferd an. Armes Pferd. Ich habe nichts von meinen Eltern gehört, seitdem sie mich vor 10 Jahren weggeschickt haben. Ich brauche nur ein paar Antworten. Würdet ihr mich begleiten? Ich glaube, es wäre nicht besonders klug, allein durch die Sümpfe zu reisen. K-L-U-K. Ja, dann komm. Was stehen da Spinnen rum? Einfach so. Neues. Nice. Gemächlich. Kommst du? Jo, ich komm. Wie heißt das Spiel nochmal, was wir uns holen wollen? Party Animals. Party Animals. Wow, joi. Es kratzt mal wieder. Das ist es. Ein Teil von mir hatte gehofft, wir würden einfach hier sein und mit offenen Armen warten. Keine Briefe, keine Besuche. Ich weiß nicht mal, ob sie noch leben. Ja, Mensch, sie wollten dich wohl los, Mann. Junga. Vater sagte immer, dass der Sumpf alles nimmt, was man ihm gibt. Und wenn man nicht vorsichtig ist, nimmt er noch mehr. Sieht aus, als hätte er den ganzen Hof genommen. Hat es sie auch geholt? Wohin können sie verschwunden sein? Hinten dran ist ein Gelle. Seht euch um, ja? Mhm. Hier muss es eine Antwort geben. Ab in den Gelle! Und euch die Kiste. Ich habe so lange davon geträumt, heimzukehren. Aber hier ist nichts. Wir haben so viele Nächte damit verbracht, sie zusammen zu schnitzen. Seltsam. Bei allen fehlen die Hämmer. Das ist die Truhe meiner Mutter. Sie scheint kürzlich durchwühlt worden zu sein. Seltsam. Die Pfeife meines Vaters. Sie war praktisch ein Teil von ihm. Jetzt ist sie voller Spinnweben. Sind wohl schon eine Weile weg. Ah, da auf dem Tisch. Ich habe unsere Windspiele abgenommen und sie zerstört. Kiras ist nicht einmal mehr Kiras. Aber dieser Klang lockt sie zurück nach Hause. Nur eine Hülle, die mich heimsucht. Wäre ich ein stärkerer Mann, würde ich zu meiner Tochter gehen. Ich würde uns beiden ein neues Leben aufbauen. Aber ich kann ohne Kiras nicht leben. Ich werde es nicht. Wenigstens haben wir Jonka fortgeschickt. Wenigstens sie ist sicher. Oh, die hat gewusst, oder sie haben gewusst, was passiert. Also die haben sie nicht weggeschickt, weil sie sie los haben wollen, sondern weil sie sie beschützen wollen. Mhm. Er hat aufgegeben? Mutter war infiziert. Er jagte sie fort. Wir waren eine Familie. Wir kamen zusammen her und hätten zusammen gehen sollen. Doch stattdessen hat er... Ich weiß, wo er es tun würde. Selbstmord, meine ich... Er sitzt gern am Fluss, dort, wo wir unser erstes Windspiel aufhängten. Ich muss ihn sehen. Okay. Doch, kein Kille. Doch, aber danach. Jupp. Oh, da ist ein Dingensbummens. Er ist wirklich tot. Oh. Ich wollte nur, dass wir wieder eine Familie sind. Wow, es ist nur noch ein Skelett. Woher willst du wissen, dass er das ist? Hä? Seht ihr, was das in seiner Hand ist? Ein Windspielhammer. Was müssen wir denn hier machen? Büßen. Büßen.
büßen. Bereuen? Ach, es tut mir leid wahrscheinlich, ne? Möglich. Verzeihung. Ja. Entschuldigen. Tut mir leid. Gibt eine ganze Menge Tränke. Wow. Ich war so lange wütend über einfach alles. Ich wünschte, er hätte nicht aufgegeben. Wenn meine Mutter schon dem Tod geweiht war, hätte ich nicht zumindest meinen Vater behalten dürfen? Das ist das Einzige, was mir von ihnen bleibt. Hilft mir, sie aufzuhängen. Ich weiß nicht, wie ich mich sonst verabschieden soll. Oh, das lockt doch die Alte an, oder? Ich sehe Bossfight vor uns. Mhm. Da kommt Mami zurück. Ich infiziere die alte Mutter. Geholfen, die aufzuhängen, als ich klein war. Er hat mich auf seine Schultern gehoben, damit ich drankommen konnte. Ich hoffe, dass er am Ende daran gedacht hat. Wie schattimt. Guck, ist das Fledermäuschen? Den Klang kenne ich. Oh oh. Ja, sag ich doch. Die Mutter kimmt. War naheliegend. Jupp. Warte. Ach so, jetzt da unten irgendwo. Habt ihr das gehört? Eine Frauenstimme. Ach. Sie klang fast wie meine Mutter. Ach. Ja, und jetzt? Ja, irgendwo muss das Mädel ja sein. Beschützt Jonga, oder sie ist tot. Wir haben es vergeigt. Sie sitzt doch hier. Wo denn? Ach, das da! Die sah aus wie ein Stein. Wir sollen sie beschützen, aber hier ist ja nichts. Oh nein, ich glaube, es hängt. Ach, da oben. Da oben ist auch so ein Pöppel. Ah, jetzt kommt wieder neue. Schnell runter. Da hing oben eine Fledermaus fest. Jonka, oh mein Kind. Wo ist sie? Diesmal bin ich mir sicher. Das war ihre Stimme. Da oben. Es kam aus dem Bauernhaus. Na los! Oh je. Hab nicht zu viele Hoffnung, Mädel. Ich höre jemanden. Jonka? Sie ist infiziert. Ich weiß nicht wieso, aber anscheinend werden sie hier draußen durch nichts gestört. Der Sumpf tut nichts etwas zuleide, das er für sein Eigentum hält. Ich war all die Jahre hier und wartete. Ich hätte nie gedacht, dass du zurückkommen würdest. Aber deine Stimme wieder zu hören, das ist alles, was ich je wollte. Du wirst es jeden Tag hören, Mutter. Ich verlasse dich nicht. Nie wieder. Ohne meinen Freund hier hätte ich es wohl nicht geschafft. Gut. Ihr habt mir geholfen, mein Heim wiederzufinden. Danke. Und lebt wohl. Ihr geht jetzt echt mit ihr da rein und lebt mit ihr da happy ever after. Böse? Okay. Mein Leben mit einem Zombie. Ja.
Kelle! Kelle, aber erst nächste Folge, wir haben 35 Minuten. Ok, ok. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.